Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr dabei seid. Heute zum Start einer weiteren großen James-Bond-Woche hier bei mir auf meinem Kanal. Das heißt, von heute bis Freitag wird jeden Tag um 12 Uhr ein Video zum Thema James Bond erscheinen. Das wird eine komplett bunte Mischung werden. Lasst euch überraschen, Leute. Und es freut mich einfach, wenn ihr dabei seid und mir durch die Videos folgt. Vorweg ein Schluck Kaffee. Ich freue mich. Der geht wie immer auf euch, meine treuen Zuschauer hier. Und daher ist es auch der beste Schluck des Tages. Ja, Leute, heute beginnen wir mit dem ersten Video und tatsächlich habe ich mir ein Ranking wieder dafür vorgenommen und zwar in zwei Teilen. Heute gibt's den ersten Teil und morgen gehen wir dann in die Top 12, sozusagen die letzten, die besten 12 Plätze. Und wer es gelesen hat im Titel, der weiß schon, worum es geht. Es geht um die Unterschlüpfe der Bösewichte, die Verstecke, die Rückzugsorte, die Villen, die Campingzelte. Vollkommen egal, wohin sich ein Bond-Bösewicht zurückzieht. Er hat immer irgendwas irgendwo in petto. Einige Rückzugsorte und Verstecke sind absolute Meisterwerke. Die beherrschen die Filmwelt noch heute. Die sind absolut Kult und man redet drüber. Und andere Bond-Bösewicht-Unterschlüpfe und Verstecke sind... Was? Überhaupt Verstecke? Ist das so? Also ganz ehrlich, Leute, ich habe mir alle Bond-Filme vorgenommen. Tatsächlich gibt es 25 Plätze hier zu vergeben in dem Ranking. Wir starten auch gleich sofort. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es allenfalls zwei Hände voll Unterschlüpfe, Verstecke sind, die wirklich grandios und herausragend sind für mich. Und scheinbar ist es so, dass diese Unterschlüpfe und Verstecke über die Jahre und Jahrzehnte wirklich zum Kult geworden sind. Dass die das Publikum damals, als die Filme ins Kino kamen, wirklich gefesselt haben. Dass die so alles überstrahlt haben und dass man immer denkt, in jedem Bond-Film gibt es grandiose Unterschlüpfe und Verstecke der Bösewichte. Aber das ist nicht so. Werdet ihr gleich sehen. Wir starten ja heute mit dem zweiten Teil. Das heißt, wir grasen heute alle Plätze ab. Von Platz 25 bis 13 und morgen geht es dann von 12 bis 1 hoch. Und wir fangen an mit dem allerschlechtesten Unterschlupf und Versteck eines Bösewichts, wie ich finde. Und der geht an den Platz 25 aus dem Film Casino Royale. Und tatsächlich musste ich den Film 2-3 Mal Revue passieren lassen, nochmal reingucken, wo gibt es da überhaupt einen Unterschlupf. Ich meine, Le Chiffre ist ab und zu mal auf so einer Yacht zu sehen. Okay, ist jetzt nicht gerade ein besonders toller Unterschlupf, muss ich sagen. Und Mr. White ist am Ende des Films zu sehen in seiner Villa am See. Aber auch das ist ja irgendwie nichts Besonderes, zumal die Szene gerade mal 3 Minuten lang ist, Mr. White, wo er dann in sein Bein geschossen wird von Bond und dann da liegt. Das ist alles in Casino Royale. Da ist also gar nichts, Leute, da ist überhaupt nichts. Ich meine, das ist kein Unterschlupf, das ist eine Villa am See und Le Chiffre fährt auf irgendeiner Yacht rum. Wie irgendwelche anderen Playboys zu Tausenden im Mittelmeer, also oder sonst wo. Also das hat mich jetzt gar nicht geflasht, da gibt es nicht besonders viel in Casino Royale, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen hier verdient auf dem letzten Platz. Kommen wir zu Platz 24 und das ist teilweise tatsächlich genauso langweilig, der Unterschlupf, wenn man überhaupt von einem Unterschlupf-Rückzugsort eines Bösewichts reden kann. Aus dem Film Die Welt ist nicht genug mit Pierce Brosnan, Sophie Marceau. Ja, was ist das? Was sollen das für Unterschlüpfe sein? Ich meine, Elektra King lebt da in so einer würfelartigen Villa. Am Ende sind die in irgendeinem Turm, wo auch M ja gefangen gehalten wird. Aber so richtig ausgespielt wird doch da nichts. Da werden keine großartigen, tollen Räume gezeigt. Da sagt man nicht, boah, was für eine geile Villa. Unglaublich, was für ein Unterschlupf. Das ist nichts. Das ist nicht. Liegt vielleicht auch mit daran, dass Die Welt ist nicht genug und ja auch Casino Royale recht realistisch angehaucht sind, sage ich mal so. Aber da hätte man sich doch ein bisschen mehr einfallen lassen können als solche 0815 langweiligen Häuser, finde ich. Oder? Also, das war gar nichts, Leute. Kommen wir zu Platz 23, der nicht wesentlich besser ist als die beiden, die eben waren, aber dann doch durch ein Merkmal 2 Plätze höher rankt. Und das Ganze ist Der Hauch des Todes, die Whittaker Villa. Wieder eine Villa. Und ein Garten.
Aber auch davon sehen wir nicht besonders viel. Wir sehen so ein Pool, wo ab und zu mal jemand drin rumdümpelt und schwimmt. Wir sehen die Villa auch von innen und deswegen bekommt hier der Hauch des Todes, der Whittaker Rückzugsort, das Versteck, versteckende Villa, irgendwie auch rankt der zwei Plätze höher, weil im Inneren Whittaker ja alles aufgebaut hat. Er ist ja so ein Kriegsveteran, so ein Kriegsliebhaber. Er stellt irgendwelche Schlachten dar. Er stellt sich lebensgroße Schaufensterpuppen mit seinem eigenen Gesicht ins Haus. Napoleon, irgendwelche anderen Feldherren. Und hat dann so, wie andere Leute, irgendwelche Spielzeugeisenbahnen hat er, bildet er Schlachten nach. Waterloo, was weiß ich, bla bla bla. Kenne ich mich nicht mit aus. Ich bin kein Kriegsliebhaber. Das ist dann schon besser als das vorher, die Vorliebe hier, wie er dann da das alles aufgebaut hat. Und der Showdown mit Bond spielt auch da drin in der Villa, wo er dann da ballert, der Whittaker mit seiner 800 Schuss oder was weiß ich. Aber das ist jetzt auch immer noch weit davon entfernt zu sagen, oh Gott, was für ein geiler Unterschlupf. Nein, das ist es nicht. Aber ansehnlicher als die unteren beiden Plätze. Kommen wir zu Platz 22. Vorweg ein Schluck Kaffee, weil jetzt ist es trocken. Es regnet nie und eigentlich ist das auch kein richtiger Unterschlupf. Es ist eigentlich so ein Gebäude, was im großen Showdown zählt, aber es ist in gewisser Weise schon ein Unterschlupf, weil da auch Verhandlungen stattfinden, die nicht aufgedeckt werden sollen am Ende des Films von Ein Quantum Trost. Und da rede ich tatsächlich von dem Unterschlupf am Ende. Das Wüstenhotel. Ja, geil! Es ist ein Hotel in der Wüste! Boah! Was für ein Bond-Unterschlupf! Noch nie gesehen ein Hotel von innen. Und von außen ist es in der Wüste. Natürlich, das Ganze ist schon gut in Szene gesetzt, viel mit Feuer. Das Hotel von innen sieht wirklich stylisch aus, auch wenn Bond dann da Green verfolgt und dann über so ein Glasdach läuft und bam, bam, bam auf ihn schießt irgendwie, ja. Aber das Ganze ist dann doch wieder so von den Unterschlüpfen her oder Rückzugsorten oder was auch immer, jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Also das wäre jetzt auch wieder so ein Rückzugsort, wo ich nicht sagen würde, und kannst du dich noch dran erinnern an das grandiose, geile Wüstenhotel in ein Quantum Trost, wird der neben mir sagen, nee, erstmal, wovon redest du, was soll das für ein Film sein, Quantum Trost, ist das ein James Bond Film, und dann werde ich sagen, ja, irgendwie schon, und nee, Wüstenhotel ist nicht so das Ding, wobei, wie gesagt, schon ein bisschen ansehnlicher als diese komischen Villen, die da eben so waren, auf den unteren Plätzen. Ihr seht schon, bisher ist es wirklich so, dass ich nicht sage, da ist viel Grandioses bei. Ich meine, das kann man auch nicht erwarten bei den unteren Plätzen, aber tatsächlich, wenn man so von James Bond oft redet, gerade Leute, die jetzt nicht so Bond-Fans sind, hört man immer nur, oh, Bond, das ist doch das, wo die Bösewichter immer so grandiose Rückzugsorte und Verstecke haben und Unterschlüpfe. Ist vielleicht doch nicht so. Es gibt da welche, an die sich diese Leute dann erinnern, von ganz früher irgendwann, und die werden dann immer wieder rangezogen, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Jetzt kommen wir dann auch gleich zu Platz 21, und das ist immer noch der aktuellste Film. Spectre ist auf Platz 21, und Spectre zeigt uns endlich das Spectre-Hauptquartier. In einem Meteoritenkrater? Krater, hatten wir sowas nicht schon mal? Meteorit, muss man uns das jetzt erklären mit Realismus, warum da jetzt Spectre ist? Ich meine, Blofeld, Christoph Waltz schwafelt da tatsächlich noch ein paar Minuten drüber rum, dass da irgendwann mal ein Meteorit eingeschlagen ist und diesen Krater da gemacht hat, wo diese paar Gebäude stehen von Spectre. Aber bitte sehr, was soll das? Dieses ganze Hauptquartier in Spectre wirkt einfach nur wie ein riesiger Fanservice für die alten Fans von früher. Seht her, wir bauen jetzt Spectre in einen Krater, so wie in Man lebt nur zweimal. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Das ist nichts weiter als vordergründig und aufgesetzt, dieser Krater. Er ist nicht halb so atemberaubend wie irgendwas, was dann morgen in den Top 12 kommt, muss ich sagen. Flasht mich überhaupt nicht, zumal dieser Schauplatz, dieser Krater auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie in die Handlung integriert wird. Ja, wir sehen das da, wie Bond dann da mit Blofeld drauf zutapert. Das Ganze ist natürlich im Rechner noch so ein bisschen aufgehübscht worden. Und dann sehen wir Bond am Ende, wie er da ein bisschen rumläuft und aus der Ego-Shooter-Perspektive über seine Schulter, wie er irgendwelche Leute abballert. Und am Ende fliegt das Ganze in einer der größten Explosionen der Filmgeschichte in die Luft, ohne dass es uns jemals zu einer Sekunde interessiert hätte.
Völlig verschwendet dieser Schauplatz, völlig blödsinnig, völlig aufgesetzt, um uns Altfans nochmal zu catchen. Ich kann darüber immer nur schmunzeln, über diese Szenen da. Das ist nichts, nichts, gar nichts, überhaupt nichts, dieser Schauplatz für mich. Das ist für mich nur gewollt und nicht gekonnt. Tut mir leid. Macht's bitte beim nächsten Mal besser. Auf Platz Nummer 20 tummelt sich auch ein recht realistischer Schauplatz und deswegen ist er auch recht weit unten, da ist nicht viel. Er hat verschiedene, also der Bösewicht in diesem Film hat verschiedene Rückzugsorte, die sehr, sehr stylisch sind, sehr die Welt des Reichseins beleuchten und uns zeigen, so leben wirklich mega reiche Multimillionäre. Lizenz zum Töten, und zwar die Rückzugsorte von Franz Sanchez, gespielt von Robert Davi aus dem Jahr 1989, der Film. Und tatsächlich ist es ja so, dass er verschiedene Rückzugsorte hat, ob es jetzt oben ist im Casino in Isthmus City, in diesem ganz grandiosen, tollen Raum da, der luxuriös ausgestattet ist, ob es nachher in seiner Villa ist, in der Bond dann ja auch zugegen ist, wo man wirklich sieht, da wohnt jemand, der hat mehrere Millionen auf der Kante, oder ob es am Ende die große Drogenfabrik ist, wo der Showdown dann beginnt. Das alles passt natürlich sehr stimmig in den Film, aber es ist jetzt, sind jetzt auch keine Kulissen, wo ich sage, boah, Bond-mäßig groß, Bond-mäßig riesig. Das hätte aber wahrscheinlich auch in diesen Film nicht reingepasst, genauso wenig wie in die Filme Casino Royale oder sonst was. Dazu sind sie zu realistisch einfach. Und bei Bond wünsche ich mir einfach ab und zu eine gewisse Abgehobenheit. Ich wünsche mir einfach etwas Unrealistisches, denn wenn ich realistische Krimis sehen will, dann gucke ich mir Tatort hier im Fernsehen an. Und bei Bond möchte ich gerne überrascht werden, ich möchte unterhalten werden, ich möchte Dinge sehen, die es so im realen Leben nicht gibt. Und da zählen halt Villen nicht zu, also nicht, dass es jetzt so wäre, dass ich jeden Tag durch irgendeine Villa stiefeln würde und sagen würde, es ist vollkommen normal hier, dass ich hier 25 Stockwerke habe mit 304 Badezimmern und 502 Schlafzimmern, aber es ist einfach nichts Herausragendes, nichts Besonderes, nichts, was mich flasht. Ich weiß ja, dass die Reichen reich sind und die Armen arm, so. Gut, jetzt kommen wir zu Platz 19. Das ist allerdings auch kein großer Rückzugsort, aber der, den finde ich schon sehr, sehr interessant irgendwie auf eine Weise, und zwar Liebesgrüße aus Moskau. Tatsächlich ist es ja so, dass der Rückzugsort von Blofeld hier immer nur auf irgendeiner Yacht ist, die da auch im Meer rumfährt. Das meine ich jetzt auch gar nicht, dass das so interessant ist in Liebesgrüße aus Moskau, sondern ich rede von etwas anderem. Ebenfalls ein Rückzugsort, nämlich von Spectre, nämlich die Spectre-Insel, wo diese Leute drauf ausgebildet werden. Und das finde ich schon interessant, da mal einen Einblick zu bekommen auf dieser Insel. Und zwar die Szene, wo Rosa Klepp ankommt und Grant castet sozusagen mit ihrem Schlagring. Und vorher gehen sie halt, wenn sie nach dem Helikopter, nach der Helikopterlandung mit ihr, gehen sie halt durch dieses Übungszentrum, wo Karate geübt wird. Ha, hi, hu, hu, ha, ha, ha. Und mit irgendwelchen Messern und Flammenwerfern. Wir sehen einfach mal im Blick, wie die Spectre-Agenten ausgebildet werden. Und das finde ich schon irgendwie spannend. Das finde ich schon gut. Und von mir aus hätte auch wesentlich mehr auf dieser Spectre-Insel oder in diesem Spectre-Rückzugsort spielen können. Das finde ich tatsächlich viel interessanter als diesen vorgeschoben vordergründigen Krater aus dem Film Spectre mit Daniel Craig, der eigentlich nur dazu da ist, alte Fans zu bedienen und zu sagen, oh, das erinnert mich an Man lebt nur zweimal. Also das ist billig. Und hier in Liebesgrüße aus Moskau ist es wirklich interessant, das einfach mal kurz zu sehen, wie ich finde. Platz Nummer 18 geht an den Bond-Film, der, glaube ich, bei geschätzten 90% aller Bond-Fans der beste Bond-Film aller Zeiten ist, an Goldfinger. Ja, was hat denn Goldfinger für einen Rückzugsort, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Und es ist für mich die Ranch, auf der Bond ja gefangen gehalten wird, wo er das Gespräch mit Goldfinger über dessen Plan hat, wo er sich an Pussy Galore ranmacht und anschließend Pussy Galore sozusagen bekehrt. Ich finde diesen Rückzugsort wirklich irgendwie charmant. Vordergründig ist das Ganze ja nur so eine, weiß ich nicht, so eine Ranch, ja, so eine Western-Ranch, so eine Cowboy-Ranch mit einer großen Villa. Aber wenn man dann ins Innere guckt, da wo Bond gefangen wird, sozusagen, und wenn Goldfinger sich mit den ganzen Gangstern trifft, die sein Unternehmen Grand Slam finanziert haben, dann finde ich das einfach toll, wie er diesen Billardraum umfunktioniert mit irgendwelchen Knöpfen und sich alles dreht.
Die Tische drehen sich, der Boden verändert sich und dann kommt da ein Modell von Fort Knox hoch, unter dem steht Bond dann unter dieser ganzen Maschinerie und ganz am Ende entledigt sich Goldfinger in diesem Raum noch der ganzen Gangster da. Also ich finde schon, dieser Rückzugsort, der hat was, er spiegelt einfach Goldfingers Wahnsinn wieder und ist schon wesentlich aha-effektiger, kann man das so sagen, aha-effektiger, also hat mehr Aha-Effekte als jede Villa in Casino Royale oder die Welt ist nicht genug, was wirklich überhaupt nichts ist. Jetzt kommen wir zu Platz 17 und auf Platz 17 tummelt sich ein Schauplatz. Der hätte so weit oben ranken können, Leute, wirklich. Hätte man diesen Schauplatz wirklich uns Zuschauern wirklich intensivst beigebracht, hätte man diesen Schauplatz wirklich besser in die Handlung integriert, hätte man Bond da irgendwie noch aktiv werden können lassen in diesem Schauplatz. Die Rede ist von Platz 17 und der geht an Skyfall. Und tatsächlich ist der Unterschlupf von Silver eine verlassene Insel. Und ich muss einfach sagen, diese Insel hat wirklich Schauwerte. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich Skyfall damals im Kino gesehen habe, saß ich wirklich da und habe auf der großen Leinwand gesehen, diese Insel mit den verlassenen Straßen irgendwie. Man merkt förmlich, die Leute sind da irgendwann abgehauen und haben alles so stehen und liegen lassen, wie zu dem Zeitpunkt. Das sieht noch genauso aus, es ist alles nur ein bisschen zerfallen. Aber was hätte ich mir hier gewünscht? Ich meine, der Film spielt hier 10 Minuten, Viertelstunde, das war's. Wir sehen, wie Bond da ein bisschen durch die Gassen geht. Dann sehen wir noch eine Szene mit ihm, Silver und Severin und dann ist Schluss, dann kommen die Hubschrauber und holen Bond und Silver ab und ich hätte mir einfach gewünscht, diesen Schauplatz noch viel besser in die Handlung zu integrieren. Mensch, was hätte ich dafür gegeben, wenn Bond da noch flieht, durch diese ganzen Ruinen läuft, durch diese ganzen halb zusammengefallenen Häuser, vielleicht von Balkon zu Balkon springt oben, irgendwie immer verfolgt wird. Da hätte ich mir eine tolle Action-Szene gewünscht. So ist dieser Unterschlupf, dieses Versteck für mich einfach auch wieder nur verschwendet und nur vergeudet und das ist so schade. Also ihr seht schon, das ist wirklich ein Unterschlupf, der hätte höher gerankt, der aber vom Drehbuch einfach nicht besser bedacht wurde, muss ich sagen. Aber ansonsten in Skyfall finde ich die Idee dieser verlassenen Insel und dass Silver sich da versteckt wirklich charmant und gut gelöst. Ja, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zu Platz 16. Und Platz 16 geht an Im Angesicht des Todes von 1985, Roger Moores letzter James-Bond-Film. Und tatsächlich hat auch Zorin mehrere Rückzugsorte, möchte ich sagen. Einerseits hat er ja das Gestüt, dieses Pferdegestüt. Das finde ich schon mal toll und grandios, so ein edles Pferdegestüt. Ich meine, das auch die Handlung, die das richtig gut voranbringt. Bond ermittelt in diesem Gestüt, Bond ist in diesem Gestüt, hat ein Techtelmechtel mit Mayday. Die ganzen Szenen da finde ich wirklich gut und stimmungsvoll atmosphärisch inszeniert. Dann hat Zorin natürlich noch den Zeppelin, Rückzugsort, Versteck, weiß ich nicht, weil es ist nicht gerade ein Versteck, wenn ich mit einem riesigen Zeppelin übers Land fliege und da steht auch noch Zorin drauf und am nächsten Tag möchte ich gern Silicon Valley zerstören. Okay, das ist, Zorin ist halt ein Psychopath. Und dann hat Zorin natürlich noch diese umgebaute Mine am Ende, wo er seine Bombe zur Sprengung bringen will irgendwie und wo er seine ganzen Arbeiter da ummietet mit einer MP. Und die Mine finde ich wirklich ausgesprochen gut da, wenn man da reinfährt und Bond und Stacy ermitteln dann da drin in dieser kleinen Hütte und fliehen dann durch die Mine. Also das finde ich schon gut gemacht, muss ich sagen. Jetzt nichts Herausragendes wieder, wo ich sage, sowas gibt es eigentlich gar nicht und das gibt es nur in einem James-Bond-Film. Aber schon besser als alles, was wir bis jetzt so hatten. So, jetzt kommen wir zu Platz 15. Und Platz 15 geht an die Rückzugsorte von Sack Niemals Nie. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass diese Rückzugsorte jetzt irgendwie grandios sind oder auch immer im Kopf bleiben, aber es liegt schon an der Art und Weise, wie das Ganze inszeniert ist. Besonders im Kopf bleibt mir immer wieder die Szene, der Rückzugsort, diese Festung da im Mittelmeer, wo Lago Bond ankettet, so dass der da so angekettet ist in so einem riesigen Raum da mit so einem Fenster in dieser Festung. Und dann sind da schon die Geier irgendwie auf der Erde und
die Geier sind da und so ein paar Knochen liegen da rum und Bond befreit sich dann ja nachher mit seiner Uhr. Aber ich finde, das ist auch schon ein guter Rückzugsort für Largo, muss ich sagen. Und am Ende dann natürlich noch diese kleine Höhle da unter Wasser, dieser Tempel mit den Figuren. Ich finde auch, das bleibt auch im Kopf hängen. Und das ist natürlich auch sowas, wo man mal sagt, ja, sieht man nicht immer, ne? Also so eine Festung da oder so ein Kerker, wo Bond da ja auch eingeschlossen wird. Und am Ende auch diese kleine Höhle da mit den Figuren. Eine von diesen Figuren bringt Bond noch zum Umkippen. Das ist natürlich schon auch was, wo man sagt, ja, das ist ganz vernünftig. Immer noch nichts Großes, immer noch nichts Herausragendes, aber alle Male besser als nur eine Villa, die irgendwo rumsteht und wir hin und wieder ein oder zwei Räume sehen oder gar keine Rückzugsorte wie in Casino Royale. Hier hätte ich mir aber auch gerne mehr Handlung gewünscht in dieser Festung zusammen und nicht nur wie Bond da unten mit Domino steht und mit Largo in diesem Raum da unten oder er da angekettet ist, sich befreien kann und dann flieht irgendwie oben drüber über die Balustrade. Da hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, was weiß ich, dass der Film da 20 Minuten, 30 Minuten irgendwie spielt in dem Ding. Aber oft ist es auch so, dass die Drehbücher die Unterschlüpfe und Verstecke der Bösewichte ein bisschen stiefmütterlich behandeln, wie wir hier teilweise ja gesehen haben, ob das Spectre-Hauptquartier war von Liebesgrüße aus Moskau oder auch andere. Die verlassene Insel zum Beispiel in Skyfall. Ja. Jetzt kommen wir zu Platz 14. Und Platz 14 ist so das gute Beispiel dafür, wenn ich sage, ein Unterschlupf muss nicht immer atemberaubend sein. Das kann auch einfach mal nur eine Villa sein, aber die muss gut inszeniert sein und es müssen einige gute Szenen dort spielen. Und den Unterschlupf fand ich schon immer gut, weil viele Szenen dort spielen, viele unterschiedliche Szenen dort spielen und die Rede ist von Feuerball. Und da rede ich tatsächlich von Palmyra, also diesem Anwesen, in dem Largo ist. Und da spielen tatsächlich mehrere Szenen auf Palmyra, in Palmyra. Ich meine, das ist eine tolle Villa, ein toller kleiner Komplex mit so einem Swimmingpool in der Mitte. Und wenn man ein Stückchen weitergeht, ist da so ein Haibecken, wo unter anderem auch hin und wieder mal Schergen reingeschmissen werden, die nicht so ganz ihrer Arbeit nachkommen, wie Spectre sich das vorstellt. Sage ich mal, also in dieser Anlage Palmyra, die ist wirklich gut in Szene gesetzt. Man hat sofort das Gefühl, atmosphärisch, man ist dort auch irgendwie. Also das hat der Regisseur ganz, ganz toll hin. Bekommen. Da spielt zum Beispiel die Szene Tontaubenschießen mit Largo und Fiona Volpe. Wir sehen Bond, der dann zu Besuch kommt zum Lunch. Wir sehen, wie ein Scherge entsorgt wird. Wir sehen, wie Bond nachts dort ermittelt praktisch und in den Katakomben von Palmyra rumschleicht und dann im Haibecken landet und mit seiner kleinen Sauerstoffpatrone überlebt. Und das Ganze, muss ich wirklich sagen, ist ein recht guter Rückzugsort. Und wir dürfen ja auch in Feuerball nicht vergessen, den Rückzugsort von Blofeld, nämlich in Paris in diesem Hinterzimmer gleich am Anfang, als er einen seiner Spectre-Agenten röstet auf dem Stuhl, es ist ein elektrischer Stuhl gewesen, das wusste dieser Scherge scheinbar nicht, dann hätte er nämlich besser gearbeitet. Mein Gott, Spectre ist aber auch hart in ihren Entwicklungsgesprächen, muss ich sagen. Ein harter Arbeitgeber, dort würde ich mich nicht gerne bewerben wollen. Aber ich finde auch diesen Raum gelungen einfach, diese Anfangsszene nach dem Song Thunderball, wenn Largo da reingeht und dann da hinten durchgeht in dieses versteckte Zimmer, in diesen versteckten Raum, wo Blofeld zu sehen ist. Nur ab hier mit einer Katze. Wir hören seine monotone Stimme. Ja, wir hören ihn so reden. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, das könnte Christoph Waltz sein? Ja, ja. Nee, kann ich mir leider nicht. Also Christoph Waltz kennt ihr. Meine Meinung zu absolute Fehlbesetzung für Blofeld. Dieser Blofeld wirkt wirklich diabolisch und böse, finde ich, in Feuerball. Er ist nur von da zu sehen. Er zeigt uns gleich, wie böse er ist. Und dieser Rückzugsort ist auch wirklich gut. Nämlich getarnt als irgendwie so eine Botschaft vorne und hinten drin ist Spectre dann und kungelt da irgendwelche fiesen Pläne aus, wie sie mal wieder die Welt erpressen können und irgendwelche fiesen Pläne in die Tat umsetzen können. Also das finde ich schon gut. Diesen Raum und auch Palmyra Feuerball nutzt das Potenzial schon ganz gut. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 13. Und auf 13 ist wirklich ein Rückzugsort, den ich gut finde von seiner Art und Weise her. Den Showdown, der darin spielt, ist einer für mich der müdesten und langweiligsten Showdowns im gesamten Bond-Universum. Die Rede ist von »Der Morgen stirbt nie«. Und zwar der Rückzugsort von Elliot Carver.
Und da gibt es ja unter anderem das Medienzentrum hier in Hamburg. Natürlich alles nur Studiokulissen, irgendwo gedreht in England. Nichts Besonderes, sehr, sehr stylisch umgesetzt. Wie Bond dann da auftaucht in Hamburg und sich an Elliot Carver ranmacht, aber auch an seine Frau Paris Carver. Das Ganze mit so einer langsamen, leichten Chill-Out-Musik, so eine Lounge-Musik, während Bond dann da ist mit so Lasern, Laser-Effekten und so ein bisschen Nebel. Also das ist schon schön, aber ich rede eigentlich von dem Rückzugsort am Ende des Films, nämlich das Stealth-Boot. Und im Grunde ist ein Stealth-Boot ja wirklich prädestiniert dafür, einen Unterschlupf und ein Versteck für einen Bösewicht zu sehen, denn dieses Stealth-Boot ist nicht zu sehen auf dem Radar. Und von daher natürlich für einen Bond-Bösewicht ideal. Erst als das Ding irgendwie angefetzt wird, angeschossen wird und in Teilen explodiert, ist es auf dem Radar wieder zu sehen. Aber bis dahin, muss ich sagen, hat Elliot Carver wirklich ein gutes Gespür erwiesen dafür, wie er unentdeckt bleibt, nämlich in einem Stealth-Boot, was nicht zu sehen ist für andere. Und ich muss auch sagen, das Innere dieses Stealth-Bootes ist schon ganz gut gemacht. Erinnert mich allerdings immer an so eine Mini-Ausgabe der Liparus aus Der Spion, der mich liebte. Das ist ein bisschen einfallslos und der Showdown, der dann im Inneren dieses Stealth-Bootes spielt, ist natürlich als auch nichts, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie bei Bond gesehen. Es geht allenfalls um ein bisschen Schießerei, Bum-Bum, Karate, Martial Arts und Faustkämpfen. Nichts Besonderes, einige Explosionen. Also dieses Stealth-Boot vom Innen her schon ganz gut. Wie gesagt, die Idee, das Ganze, dass Elliot Carver in den entscheidenden Augenblicken seines Plans tatsächlich in diesem Stealth-Boot fährt, um nicht entdeckt zu werden, finde ich auch toll. Von daher rankt das hier relativ weit oben, Platz 13, wobei das auch jetzt nichts ist, wo ich sage, boah, geil, ein Stealth-Boot von innen, habe ich noch nie gesehen, endlich sehe ich das mal. Aber die Idee finde ich schon gut von Elliot Carver. Einer der wenigen bösen Bösewichte, der mal mitdenkt und sagt, ich möchte nicht entdeckt werden, möchte nicht derjenige sein, der verdächtigt wird, obwohl er von der ersten Minute des Films an verdächtigt wird. Also er macht irgendwo anders Fehler, aber nicht bei seinem Unterschlupf. So Leute, das waren die ersten Plätze, Platz 25 bis 13 in meinem großen Ranking der Bond-Bösewicht-Verstecke-Unterschlüpfe. Rückzugsorte und morgen um 12 kümmern wir uns dann um die oberen 12 Plätze und da kann ich euch sagen, da geht's wirklich zur Sache, das sind die Premium-Unterschlüpfe, das sind die Deluxe-Verstecke von Bond-Bösewichten, das sind teilweise wahre Augenweiden, das sind teilweise wirklich Unterschlüpfe, die unsere Fantasie anregen und sowas möchte ich gerne mal wieder sehen, auch heutzutage bei Bonn. Seid gespannt auf die Platzierung morgen. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Bleibt gesund bis morgen bei der nächsten Tasse Kaffee hier auf meinem Kanal. Tschüss, bis dann. Bleibt gesund, euer Sashi. Ciao.